aber 5 Sterne ist schon ein bisschen komisch, wenn wir sagen, wir müssen die Attraktivität des Ehrenamtes wieder nachhaltig fördern, weil das in einer schwierigen Situation ist. Das Thema beschäftigt uns ja auch eine ganze Weile, auch in diesem Forum. Auch in den Problemlagen vor Ort sicher nicht lange zu schildern, die erfahren wir im Grunde täglich oder wöchentlich. Das kommunale Ehrenamt kommt nach unserem Eindruck von zwei Seiten unter Druck. Das eine, zugegeben auch ein ordentliches Stück differenziert nach der Größe der Kommunen, das ist für den Großstädten sicher intensiver als in den kleineren Gemeinden, aber in der Tendenz überall gleich. Es ist einerseits die zunehmende zeitliche Inanspruchnahme, auch die fachliche Inanspruchnahme natürlich. Die Dinge werden immer komplexer, aber sicher zunächst auch die rein zeitliche Inanspruchnahme in großen Städten auf jeden Fall, aber wie gesagt, in der Tendenz überall ist das kein Freizeitjob im eigentlichen Verständnis, sondern es ist mittlerweile ein Fulltime-Job mit 40 Stunden Inanspruchnahme und mehr, und zwar auch sehr intensiver Inanspruchnahme mit mehrstündigen Sitzungen bis in den späten Abend hinein. Das ist alles inzwischen zur Regel geworden, das ist die Realität des Mandats auf der einen Seite heute. Das andere ist dann, wie gesagt, der Gedanke, dass man das irgendwie über die Freizeit machen soll. Das heißt, es kollidiert eben auch zunehmend mit der Wirklichkeit des Arbeitslebens, aber selbstverständlich auch des Familienlebens und auch für diejenigen, die selbstständig sind oder Freiberufler, mit ihrer intensiven Inanspruchnahme aus ihrem Beruf. Die Konsequenz ist ein sinkendes Interesse grundsätzlich am kommunalen Mandat, seit längerem zu beobachten, zunehmendes Problem auch entsprechend Kandidatinnen und Kandidaten für kommunale Mandate zu finden. Und es ist natürlich auch ein Problem, wer sich überhaupt noch von seiner Lebenssituation imstande fühlt, ein solches kommunales Mandat wahrzunehmen. Der Gesetzgeber ist tätig geworden hier, nachdem wir ja auch seit einiger Zeit eine Beratung und Überlegungsphase hatten, was man tun kann, und setzt dort an, wo die Unzuträglichkeiten besonders deutlich sind, jedenfalls nach dem unmittelbaren Eindruck auf die Betroffenen. Das ist jetzt in Gesetzesform beschlossen worden, im September in Kraft getreten. Zunächst eine Neuregelung betreffend die Gleiszeit. Da kann man selbstverständlich nachempfinden, dass das bisher als wenig befriedigend und ungerecht empfunden worden ist, dass Angestellte etwa mit festen Arbeitszeiten die Berechtigung haben, wenn es die Arbeitszeit kollidiert mit Zeiten, die für das kommunale Mandat aufgebracht werden müssen, dass dann ein Freistellungsanspruch besteht. Und bei Gleichzeitbeschäftigten dieser Anspruch eben nicht besteht, jedenfalls dann nicht, wenn die Inanspruchnahme nicht in der Kernzeit stattfindet, also 15 Uhr etwa oder 16 Uhr sind dann die kritischen Zeiten. Hier versucht man eben über eine mindestens hälftige Anerkennung der Mandatszeit, der Ratssitzungszeit, die in diese Gleichzeitphase fällt, eben ein Stück gerecht zu werden. Ein anderer Ansatzpunkt ist, dass man zukünftig darauf verzichtet, etwa auch bei Hausfrauen oder Hausmännern, gibt es ja auch, und bei Selbstständigen, bei Beruflern eine regelmäßige Arbeitszeit feststellen zu wollen und das auch noch individuell. Das ist gestrichen worden, war ja nach unserem Eindruck auch immer schon eine sehr fragwürdige und fiktive Vorgehensweise, sondern das ist jetzt nur noch die Rede von Arbeitszeit. Wie das Ganze jetzt im Einzelnen auch vor Ort gehandhabt werden wird, das wollen wir mit dem Ministerium noch ein Stück klären. Das steht zwar jetzt alles im Gesetz, aber da gibt es natürlich Umsetzungsfragen, die noch, wir haben da alles aufgelistet, was uns eingefallen ist, was wir mit dem Ministerium noch ein Stück klären. Wenn wir diese Klärung haben, werden Sie sicherlich informiert. Wir sind
Das Ganze wird fortgesetzt. Auch das wissen Sie, es gibt eine Expertenkommission geben, die sich mit einem sicher auch wichtigen Thema beschäftigt, Stichwort Schichtarbeit. Es ist ja de facto so, dass Sie als Schichtarbeiter oder Arbeiterin so gut wie keine Chance hatten, unterm Strich gesehen praktisch, ein kommunales Mandat wahrzunehmen. Auch dafür soll es Lösungen geben oder Lösungsansätze geben. Und das Thema Freiberuf der Selbstständige wird auch nochmal intensiv angegangen. Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass das schon eine endgültige Lösung aller Probleme vor Ort ist, ganz und gar nicht. Das Thema einer immer früheren Ansetzung, zeitlichen Ansetzung von Ratssitzungen bleibt sicher ein Thema. 14, 15 Uhr ist egal, was Sie beruflich machen, immer eine Herausforderung. Andererseits wissen Sie auch bei dem Umfang, den Tagesordnungen heute haben, dass eben einfach irgendwo mehrstündige Sitzungen untergebracht werden müssen. Das sind Dinge, die natürlich auch ein Stück in die Verantwortung der Fraktionen fallen. Natürlich muss auch das Verhältnis Rat und Verwaltung.